Als nächstes widmen wir uns dem Maschinenbau und Maschinenbau Industrial Engineering. Und dazu bitte ich Professor Baser und Henrik Kurs dazu. Hallo. 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 Henrik, mit dir haben wir auch einen angehenden Master in der Ja, Runde. Erstes Semester Masterstudium. richtig, genau. Also, ja, ich habe vor, oh Gott, 2015 mit meinem Bachelor angefangen und an der Hochschule Bingen und habe den ziemlich zeitnah, ja, in 8 Semestern durchbekommen. Regelsemesterzeit sind 7. Das lag bei mir jetzt nicht dran, dass zum Beispiel irgendwie Fächer habe schleifen lassen, sondern zwischenzeitlich noch ein bisschen länger gearbeitet hat in meiner Bachelorarbeitsfirma und dann mich dann quasi ja jetzt im Mastersemester gestartet habe. Ja, und Wie startet der Master und wie startet der Bachelor? ich glaube, da macht es am meisten Sinn, wenn ich so ein bisschen vom Bachelor her anfange. Ja. Also der Bachelor ist eigentlich ganz einfach, wie, glaube ich, in den anderen 3 Chats vorher schon erwähnt, Grundlagen, weil Grundlagen sind eigentlich alles, auf denen der Maschinenbau aufbaut, im Speziellen jetzt Mathematik und Physik. Das ist ganz wichtig, das muss man auch verstanden haben, aber das bekommt man auch herangeführt. Und was noch ganz wichtig ist, da kann der Herr Baser zum Beispiel gleich noch etwas mehr dazu sagen, die Mechanik, technische Mechanik, die ist manchen Leuten eventuell ein bisschen aus Physik, aus der Oberstufe ein Begriff, vor allem, aber man. Oder im Maschinenbaustudium kommt man da nochmal ein bisschen anders rein, sag ich mal. Also es wird auf eine andere Art drauf eingegangen und es ist natürlich wesentlich essentieller. Es gehört mit dazu. Und dann, wenn man das sind quasi die ersten 3 Semester, dann laufen noch nebenher ein paar kleinere Veranstaltungen, die auch sehr, sehr wichtig sind, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben. Und als Beispiel zum Beispiel Fertigungstechnik, um mal einen Einblick zu bekommen. Was ist eine Maschine oder wie wird vieles produziert oder eigentlich wie wird alles produziert? Also es ist ein sehr großes Feld, was auch, finde ich, sehr gut gehalten wird von einem Prof. Und dann nach den ersten 3 Semestern geht es dann so mehr in die Tiefe, in die Vertiefung. Da gibt es zum Beispiel Maschinenelemente, da werden Zahnräder, Schrauben, Kugellager durchgesprochen, Berechnungsverfahren werden angesprochen, dann geht es in die Thermodynamik. Ja, es ist quasi, es vertieft sich immer mehr in den Maschinenbau rein, in die tatsächlichen Anwendungsgebiete. Und wir können sogar dann ab dem, Moment, jetzt muss ich gerade aufpassen, ab dem 4. Semester eine Vertiefung wählen. Das ist einmal Produktentwicklung oder, Herr Baser, korrigieren Sie mich, Automobilindustrie. Fahrzeugtechnik, ja. Fahrzeugtechnik, jedes Mal sei es falsch. Also ich habe zum Beispiel, wie man sich denken kann, Produktentwicklung gewählt und ja, darunter ist sich vorzustellen, wie oder welchen Zyklus durchläuft ein Produkt von der Idee bis zum Recycling, kann man sogar schon fast sagen. Das heißt, vom Konstruieren, Projektmanagement über die Fertigung und Testphase über die Großserienfertigung, wenn das gewünscht ist, wie beispielsweise bei Autos. Und das ja, hat mich einfach sehr interessiert schon immer und war auch genau mein Punkt. Dann im 7. Semester gibt es dann quasi die Praxisphase, 3 Monate lang. Die kann man entweder in einer Firma schreiben oder absolvieren, sage ich mal, oder in einem. An der TH selbst. Da haben eigentlich die Professoren, wenn man da auf kurzem Weg, wie schon öfter erwähnt wurde, einfach an die Bürotür klopft, indem man das da kann man einfach mal fragen, was ist so Standard, was haben Sie für Aufgaben? Und ja, danach kommt dann die Bachelorarbeit, die man auch im Betrieb oder an der TH schreiben kann. Und dann um noch kurz darauf einzugehen, der Master. Der würde dann oder der beginnt eigentlich einfach aufbauend auf dem Bachelor. Bei uns kann man wählen zwischen allgemeinem Maschinenbau oder auch wieder Fahrzeugtechnik. Und ich habe allgemeiner Maschinenbau gewählt und dann wird dann halt speziell nochmal ins Detail gegangen. Ich reiße nur ganz kurz ab, vielleicht geht es tiefer in Schwingungen und Co. Oder aber auch Wahlmodule, die wir wählen können, um einfach die Interessen ein bisschen zu vertiefen. Das hat mir oder gefällt mir aktuell auch sehr, sehr gut. Sind sehr viele sehr interessante Wahlmodule dabei. Ja. Ja. Und Vielleicht noch zwei, drei Takte zur Ergänzung oder zur weiteren Erklärung. Herr Becker hat es vorhin ja auch schon gesagt, der Maschinenbau ist ja eines der zwei, drei Traditionsstudiengänge in Bingen, was gelehrt wird, seitdem wir die Hochschule haben.
also jetzt schon seit über 120 Jahren. Und damit stehen wir natürlich auch in diesem Spannungsfeld der Tradition. Ganz klar, ich meine, jeder weiß in etwa, was eine Maschine ist und was er sich darunter vorzustellen hat, wenn er Maschinenbau studiert, dass man so eine Maschine natürlich auch konstruieren muss und auslegen muss. Und andererseits haben wir natürlich auch immer wieder ganz neue, moderne Entwicklungen. Man muss jetzt nur das Schlagwort Digitalisierung nennen, aber auch schon seit über mehreren Jahrzehnten ja allein die Computer, die sich entwickelt haben, sodass wir heute auch in den Vorlesungen eben entsprechende Verfahren auch immer wieder ganz modern darstellen müssen. Wie werden Maschinen heute konstruiert? Wie werden sie ausgelegt? Wie wird sowas am Rechner gemacht? Und das bildet sich auch in etwa ab, wie Herr Groß das eben erklärt hat. In dem Bachelorstudiengang ist man eher bei den Grundlagen und führt die Studenten natürlich immer mehr dann an den realen Maschinenbau dran, bis wir dann in dem neuen Masterstudiengang, den wir jetzt auch aufgesetzt haben, ein ganz massives Schwerpunktthema auch in der Simulationstechnik haben. Sowohl in der Strömungsmechanik als auch in der Festigkeitslehre, sodass man eben auch dort lernt, wie man heute Maschinen auch auslegt, die dann eben möglichst lange auch halten. Wie ist es denn, wenn man von den Software-Geschichten, also wie diesen Strömungsmechaniken, Simulationen, weggeht zu den praktischen Dingen, wie Exkursionen oder Praktika im Allgemeinen? Besucht man da mal größere Anlagen in Fertigungsbetriebe? Was gibt es da? Also dazu kann ich ja sagen, also ich fällt eigentlich mit dazu, warum ich in Bingen studieren wollte. Ich war schon immer sehr praxisnah und habe mir das auch gewünscht im Studium. Und es wurde eigentlich oder wird bis jetzt voll erfüllt. Es gibt eine große Exkursion im Jahr, die dieses Jahr aufgrund von Corona leider ausfällt, aber die kann ich nur empfehlen. Das sind 3 Tage, wo es in der Regel immer in große Firmen geht, mehrere, ich glaube 5, 6 Stück in der Regel, wo man wirklich tolle Einblicke kriegt in die Fertigung, wo man auch mal, sag ich mal, an Stellen kommt, wo man normal nicht so hinkommt, auch jetzt unter Standardexkursion, sage ich mal. Und man kriegt nochmal einen ganz anderen Einblick. Das wäre der eine Teil. Es gibt auch nochmal so einen riesen Motivationsschub, muss ich sagen, weil, wie es vorhin in der Elektrotechnik auch hieß, das Studium ist jetzt kein, da marschiert man nicht durch, das ist Arbeit, aber sie macht sehr viel Spaß und es ist natürlich nicht so, dass man jetzt irgendwie Angst haben muss, wenn ich kein Mathe kann oder wenn ich, das stimmt nicht, wenn ich einfach nicht so fit in Mathe war, heißt es noch lange nicht, dass das dazu nicht zählt, sondern es wird hier auch nochmal komplett aufgegriffen. Und zum Thema Labore, da ist gerade ab dem, ich würde sagen, ab dem 3., 4. Semester, wenn dann die Grundlagen rum sind, geht es dann nochmal richtig auch in Labore rein. In Energie- und Anlagentechnik gibt es in der Vorlesung beispielsweise Labore. Oder, wo hatten wir noch Labore? In Elektrotechnik. Das in der Mechatronik zum Beispiel, ich meine, genau. Das ist auch ein Thema, das weiß man ja auch, das verheiratet sich ja immer mehr oder wächst immer mehr zusammen. Der klassische Maschinenbau und die klassische Elektrotechnik als solches werden natürlich noch gelehrt und auch besucht und haben ja auch noch ihren Stellenwert. Aber es gibt natürlich auch Schnittpunkte und Überschneidungen und da ist ja das Schlagwort die Mechatronik. Auch die wird ja dann entsprechend ihre Fühler ausstrecken und auch da haben wir entsprechende Angebote, sowohl von der Elektrotechnikseite als auch dem Maschinenbau, dass man sich da annähert und die entsprechenden Vorlesungen besucht. Genau, ja. Also es ist auch übergreifend so, dass Elektrotechnik gibt es 2 Vorlesungen, die gehalten werden, die auch sehr interessant sind, weil es einfach Hand in Hand geht. Und sowohl im Bachelor als auch im Master, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt habe, sind sowieso sehr viele Fächer, die auch teilweise übergreifend sind, wo man auch mal einen Einblick in andere Studiengänge oder sagen wir mal in andere Fachgebiete bekommen kann, was auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Ja. Auch das kann man ja, glaube ich, noch sagen, weil wir bei dem vorangegangenen Thema noch über die Industriekontakte gesprochen haben. Wir haben auch ein sogenanntes Industrieseminar, wo während der laufenden Semester immer einmal in der Woche ein externer Mensch kommt, oft Abteilungsleiter oder führende Personen aus der Industrie, die eben dann den Studenten erzählen zu einem bestimmten Thema und auch dadurch Kontakte geknüpft werden. Auch Kontakte für Studienarbeiten, für Studienprojekte, für Abschlussarbeiten. Also auch da ist der Kontakt gegeben. Und zudem ist jeder unserer, alle meine Kollegen, die Dozenten, kommen ja alle aus der Industrie. Wir haben alle mehrjährige Industrieerfahrung hinter uns und jeder seinen entsprechenden Background, sodass da eine ganz gute Vernetzung auch mit der praktischen Anwendung jeweils da ist. Ja, also das kann ich als Studi auch bestätigen. Es gibt gerade in den Fächern sehr oft auch praxisnahe Beispiele. Viele
Professoren haben aus ihren vorherigen Arbeits- oder aus ihren vorherigen Stellen quasi oder Firmen Bilder, Dokumente, die natürlich nur in Vorlesungen gezeigt werden dürfen, aber die auch einen schönen Einblick daran bringen, wie es bei uns später aussehen kann, mitgebracht. Also das berufsnah ist hier wirklich, oder das praxisnah, der Bezug ist definitiv da. Und was ich noch auch noch sagen wollte, das habe ich eben so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, so studienanfangsmäßig, viele sind da immer, oder ich, wenn ich da an mich zurückdenke, so wie es früher war, als ich das erste Mal an der Hochschule war, man hat nicht so den Plan, wie es überhaupt aussieht. Also wenn ich was zum Studium allgemein sagen kann, eigentlich immer nur, man sucht sich am besten eine Lerngruppe und die kristallisiert sich eigentlich in den ersten, sagen wir mal, ganz, ganz weit gefächert im ersten Semester, aber man lernt in den ersten Wochen schon dann Leute kennen und das kristallisiert sich relativ schnell raus und da ist das alles auch kein Problem mehr. Also deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere da vielleicht etwas Skepsis davor hat und das kann man hier getrost nehmen. Man ist hier in Bingen damit auch bestens aufgehoben. Also von der Einführungswoche, die ich sowieso nur empfehlen kann, um Connections zu knüpfen und auch das eine oder andere Bierchen zu trinken, über einfach nur die sozialen Kontakte nutzen und das Studium auch genießen. Also man muss schuften, aber es ist eine sehr gute Balance. Ein weiser Rat für den Abschluss. Ich denke, besser wird es nicht. Vielen, vielen Dank. So viel zum Maschinenbau und Industrial Engineering.